jetzt haben wir hier vor mir stehen Claudia Matte-Jonas, die Frohnatur aus Wiesbaden. Hallo Claudia, wie geht's dir? Ja, hallo Britta, danke, mir geht es wirklich sehr gut. Wir sind ja hier bei Magic Bike Rüdesheim. Wie kommst du jetzt hierher? Also, wie kommst du hierher, dass du hier einen Auftritt hattest? Ja, das war ganz easy gewesen. Und zwar hatte ich hier, wie ihr seht, auf der Bremserburg einen Auftritt letztes Jahr gehabt. Und das hat denen so gut gefallen, den Veranstaltern. Und da haben sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auf Magic Bike zu singen. Mit Pop und Rock. Und da habe ich gesagt, sehr, sehr gerne. Und ja, nun, jetzt bin ich hier. War einfach klasse. Ja, und wie fandest du deinen Auftritt? Also der war Wahnsinn, der war richtig klasse gewesen, das war wirklich toll. Ich bin auch noch ohne Worte, weil es einfach sehr schön war, das erste Mal hier auf Magic Bike in Rüdesheim zu singen mit Rock und Pop und ja, sensationell. Ja, und was findest du denn so das Besondere hier an diesem Fest? Die ganzen Leute, die sind so herzlich und so nett, ja, die sind alle... Ja, so liebenswert und freundlich. Ja, wir trinken einen zusammen, wir lachen einen zusammen, obwohl wir uns gar nicht kennen. Und es ist einfach sehr schön. Und was ist so dein Highlight heute gewesen? Mein Highlight, dass ihr da seid. Das ist echt ein Highlight. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Und du singst ja nicht nur heute, sondern du singst ja auch am Samstag, oder? Ja, genau. Am Samstag um 15 Uhr darf ich auch noch mal singen. Hier. Auf der Bremserburg, da hinten auf der großen Bühne darf ich sein, auch wieder mit Rock und Pop. Und eigentlich ist es ja nicht so dein Genre gewesen, ne? Du kommst ja eher so ein bisschen aus dem Schlagerbereich. Willst du dich jetzt weiter so in Richtung Rock, Pop bewegen? Ja, auf jeden Fall. Also das kam mir zu gut an und nicht nur das. Ich selber, mir gefällt es auch sehr gut, das zu singen, das Englische, das Rockische. Und ich werde auf jeden Fall noch mehr da machen, damit ich noch ein bisschen mehr Repertoire habe. Und kann man denn noch so von dir erwarten in der nächsten Zeit? Also in der nächsten Zeit, es wird jetzt gerade wieder ein Lied produziert von mir. Das ist gerade in der Produktion. Ich weiß jetzt nicht, wann es fertig wird. Ja, und dann halt ist mein Gesang halt wirklich jetzt vom Schlager zum Pop, zum Rock. Und also sehr vielfältig und für jeden etwas dabei, hoffe ich jedenfalls. Ja, das auf jeden Fall. Und ja, dann danken wir recht herzlich für die Beantwortung der Fragen und wünschen dir noch ganz viel Spaß und freuen uns dann auf Samstag. Ja, danke schön. Ich freue mich auch.